My horse need fodder. Ich glaube, es ist seine Pferde, die also brauchen Futter. Ach, guck mal. Ach, guck mal, hier ist Jute. Wir haben Jute gefunden. Und Ute. Jute und Ute. Guck mal, dir. Möchtest du zufällig 5 Dinger davon haben? Guck mal. Cool. Danke dafür. Den einen kannst du behalten. Okay, nice. Ich habe eine Leine bekommen. Achso, Moment. Den einen nehme ich auch noch mit. Bin ja nicht irre. Also irre und irre. Was lasse ich denn? Ach komm, lass das mal gerade hier liegen. Du nimmst ja auch gleich wieder auf. So. Zack. Passt. Und wenn wir dann schon mal hier sind, ja, schlafe ich scheinbar nicht. Nee, okay. Dann schlafe ich neben seinem Haus. Ist okay. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist halt, du kannst ja viele deiner Entscheidungen einfach umändern, indem du nochmal einfach sagst, Mensch, das war vielleicht ein Fehler und vielleicht gucke ich mir das alles nochmal neu an. So klar, das funktioniert natürlich nicht bei Entscheidungen, die möglicherweise sich nur einmal bieten. Ja, also ich sage jetzt halt mal so ein bisschen stumpf, nehme ich den Job an oder nehme ich einen anderen an? Weil im Normalfall, den anderen Job kriegst du nicht unbedingt nochmal angeboten. Guck mal hier, der needet auch Fodder. Gibt's ja gar nicht. Okay. Also, da kannst du natürlich dann halt nicht unbedingt nochmal dich so entscheiden, dass du sagst, ach, hätte ich doch lieber den komplett anderen Job angenommen, den ich... Oh. Ich glaube, da ist gerade ein Pferd gestorben. Passiert. Das kann man zum Beispiel jetzt auch, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Aber du kannst natürlich dann doch dich hinsetzen und halt sagen, okay, diese Entscheidung, hier in den Job reinzugehen, war nicht die richtige und ich nehme einen anderen. So, wie gesagt, da kannst du dann natürlich, klar kann es auch sein, dass du dann nochmal dieselbe Chance bekommst, also nochmal wirklich die andere Stelle dann doch nochmal irgendwie angeboten bekommst, wo du vor einem Jahr gesagt hast, nee, die nehme ich nicht. Das kann natürlich sein, aber ist natürlich unwahrscheinlicher. So. Oder halt eben auch vielleicht die Situation auf dem Abschlussball, sage ich jetzt einfach mal, so geil finde ich es hier doch nicht, um das einmal ganz kurz zu sagen. Also ich sage jetzt mal, auf dem Abschlussball, wo du dann halt vielleicht dann doch einfach sagst, weißt du was, ich gehe mit Melinda und nicht mit Nathalie dahin. So. Ne? Diese Entscheidung kannst du natürlich so nicht mehr wirklich ändern. Aber du kannst natürlich heute, weil du, jetzt weiß ich nicht mehr, ob du mit Melinda oder mit Nathalie hingegangen bist, verdammt, du kannst dann aber ja natürlich trotzdem noch mit der anderen dann hingehen. Ja, du musst, also eben nicht nochmal hingehen, aber du könntest dann jetzt, wenn du gemerkt hast, mit der einen funktioniert es nicht, könntest du natürlich jetzt dann vielleicht nochmal sagen, weißt du was, ich schreibe diese Person nochmal an. Oder ich kontaktiere diese Person nochmal. Oder ich, was weiß ich was. Ne? Oder man sagt halt einfach, nein, okay, es ist ja, ne, die Entscheidung ist gefallen, ich mache einfach nichts mehr und fertig. So, und das ist doch Blödsinn. Wie gesagt, 90% der Entscheidungen kann man einfach rückgängig, also nicht rückgängig machen, aber man kann sie nochmal neu entscheiden. Man kann sich nochmal aus einem neuen Blickwinkel dran setzen und dann vielleicht dann nochmal sagen, okay, weißt du was, ich mach's nochmal anders oder ich möchte jetzt in Zukunft nochmal einen anderen Weg probieren. So. Und nicht anders. Ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber, was ich hier überhaupt die ganze Zeit für einen Blödsinn erzähle. Ich bin jetzt auch fast seit einer Stunde da dran an diesem Thema hier. Das ist so ein bisschen, ich glaube langsam aber sicher, hört mir hier doch keiner mehr zu. Hat doch keiner mehr Bock drauf. Wenn hier so ein Vollidiot die ganze Zeit, oh mein Gott. Ach, guck mal, Leder. Brauche ich nicht mehr. Ja.
Ja, ich glaube, ich fahre weiter. Ich glaube, ich. Also, das hat zwar hier schon. Also, es hat was, aber es ist irgendwie jetzt nicht so. Ja, es ist nicht so wirklich. Nicht so wirklich das, wonach ich suche. Das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen weird. Ja, wobei. Ja, wobei. Nee, vergiss es. Bei der Aussicht darüber, das sieht nicht schön aus. Aber vielleicht hier. Oh. Ich könnte dort hinten natürlich die kompletten Berge abreißen. Ja. Moment. Jetzt möchte ich es aber mal wissen. Jetzt kraxel ich mal hier hoch. Ah, da hinten mit irgendwelchen Palmen dann auch schon wieder. Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Aber hier oben. Ach, Mann, aber diese Berge, die sehen so scheiße aus. Die Berge finde ich halt wirklich nicht so schön. Das ist so ein bisschen jetzt das Problem. Aber naja, die haben auch irgendwie auch schon ein bisschen komisch aus. Da drüben ist auch wieder einfach nur ein super tiefer Wald, ne? Kann ich mir nicht hier runter? Machen wir hier so. Und dann passt das auf jeden Fall, dass ich im Wasser lande. Also, weil. Ich sag mal so, mir gefällt das Biom hier schon irgendwie. Aber jetzt nicht so, dass ich wirklich sage, oh, meine Güte, hier kann ich wunderbar leben. Das funktioniert hier wunderbar, das ist klasse. Weiß ich halt irgendwie noch nicht so ganz. Ne? Weil die Frage ist halt eben auch, wo kann ich erstmal was hinbauen, wo ich selbst in einem gewissen Maße, sage ich mal, einfach zufrieden bin. Also wo ich mich zum einen halt auch versorgen kann. Ne? Also das ist jetzt ja eigentlich auch noch mit das Wichtigste, dass ich hier auch relativ schnell eine landwirtschaftliche Funktion hier hinbauen kann. Aber halt eben auch zeitgleich. Ich dachte, das wären wieder Schweine, ey. Ich dachte schon, ey. Aber halt eben auch gleichzeitig irgendwo was Schönes hab. So. Dann ist natürlich hier. Ah, hier dann jetzt auf die Felswand gucken, das ist scheiße. Nee, okay. Okay. Wir gehen mal hier in den Wald rein. Oder ich gehe mal hier in den Wald rein, besser gesagt. Hier ist einfach nur Dreck. Überall nur Dreck. Überall Dreck. Ist das hier? Das ist ein Dance Forest. Okay. Dance Forest. Hier kommt gleich Robin Hood um die Ecke und fängt an zu tanzen. Weil es ein Dance Forest. Joa. Der war lustig, Magnus. Der war lustig. Der war richtig gut. Der war Top Tier. Top Tier war das. Okay. Gut. Obwohl ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt einmal ganz, ganz ehrlich bin. Alter, ist voll von Gronkh geklaut. Ein Strandhaus. Leute. Wie geil wäre eigentlich ein Strandhaus hier? Also, jetzt ohne Witz. Ich finde es halt hier wirklich jetzt gar nicht mal so schlecht. Mir würde jetzt hier ein bisschen Sand fehlen. Den kann man aber aufstocken. Und dann halt hier mit diesem relativ coolen Wald. Im Hintergrund. So, und du kannst dann ja hier zum einen sehr viel von Fischen dich ernähren, das ist schon mal Punkt 1. Und du kannst natürlich dann halt hier auch in dem Wald dann teilweise eine Lichtung reinkloppen oder so. Na? Ich müsste mal wissen, wie groß dieser Wald ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich mache mir mal hier so ein, ich mache mir mal hier ein Kreuz hin. So, Strandhaus? Fragezeichen? Achso, sieht man das eigentlich? Ja, okay, wenn man drüber arbeitet, dann sieht man es. Und dann würde ich mal ganz kurz hier einfach mal ein bisschen noch durch den Wald laufen. Und mal gucken, wie groß der ist. Mal schauen. So.
Weiß ich auch gar nicht, ob ich jetzt noch großartig über irgendwie wieder ein Thema oder so reden soll. Weil wir jetzt halt gerade ja eigentlich was gefunden haben, wo wir möglicherweise was hinbauen. Also, die müssen auf jeden Fall noch ein paar mehr kleinere Bäume hin. Aber das könnte tatsächlich cool werden. Möp. Möp. Was willst du? Was ist los? Handy, warum vibrierst du? Ach so, cool. Ich hab gerade kein WLAN tatsächlich. Irgendwie. Deswegen lädt mein Handy gerade keine. Ja, nix. Es lädt einfach nix. Okay. Ja, hier fängt dann scheinbar schon wieder ein neues Biom an. Also so groß ist dieser Wald leider nicht. Aber gleichzeitig, wir haben ja hier, die Biome sind ja nicht wirklich so dramatisch. Und am Ende kannst du ja auch, du kannst ja viel einfach mal dann auch umändern. Du kannst ja viel einfach machen. Na? Und steht ja die Welt so. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, ich nehme vielleicht alles zurück. Was ist das denn? Ist das irgendwie einfach eine. Ne, das ist tatsächlich also ein Konstrukt, was da gebaut wurde. Ah, okay, warte mal. Ich lege mich mal kurz. Ich möchte mir das mal im Hellen ansehen, deswegen lege ich mich mal ganz schnell hin und schlafe. So. Was ist denn das? Ist das irgendwie eine Burg oder so? Ist das. Was bist du? Was ist denn hier los? Ach Gott, hey. Mir fehlt wieder Energie. Was ist denn das? Purple Fantasy Block. Was ist denn das? Also hier, das ist irgendein. Ja. Irgendein Konstrukt. Ach wirklich? Ein Konstrukt? Wäre ich ja fast gar nicht drauf. Unter dem Konstrukt leben Pferde. Allgemein leben hier sehr, sehr viele Pferde, wenn ich das einmal kurz so anmerken darf. Ja, weiß ich jetzt doch nicht, ob das so geil ist hier. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Kann ich da mal irgendwie hoch oder so? Also ohne jetzt mich irgendwie hier. Na, so, komm, kackst mal hier hoch, ey. Muss ich mir das mal von da oben anschauen hier. Das gibt's ja gar nicht, ey. Frechheit ist das, ey. Das ist Frechheit. Was ist denn das? Das ist einfach irgendeine Brücke. Einfach so eine Art Brücke. Toll. Super. Und was habt ihr da hingebaut? Einfach eine Brücke. Wir wollten doch einfach eine Brücke hinbauen. Zwei Brücken. Entschuldigung. Natürlich nicht eine, wir wollten da zwei Brücken hinbauen. Ja, super. Danke. Und da ich gerade wie Karl Lauterbach klang. Danke, Karl. Super. Das hast du toll gemacht. Das ist meine Güte. Nee, keine Ahnung, was das. Also, ja, keine Ahnung. Möchte ich das in meiner Nachbarschaft haben? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt aber auch nicht auf Teufel komm raus mich hier einfach irgendwie niederlassen. Ach, guck mal, hier unten wohnen Pferde. Ist jetzt ja ein bisschen. Naja, okay. Ich muss mal Zeug hier reinpacken, gerade mal wieder so ein bisschen. Am besten mal hier ein bisschen Fleisch schon wieder rauspacken. Weil das geht wohl. Das geht weg wie warme Semmel. Ja, irgendwie. Also. Also, wäre schon cool. Ich sag's mal so. Also, da vorne wäre. Also, das Problem ist, da vorne sieht's halt eigentlich echt cool aus. Aber hier sieht halt. Also, hier ist irgendwie scheiße. Sag ich ganz ehrlich. Also hier sieht es irgendwie aus wie hinge.
Ja. Wie hingewurstet und hingepupert. So. Zack, hat er gesagt. Das Biom ist mir zu klein. In dem Sinne leider. Das ist mir einfach, das ist mir zu winzig. Das ist zwar ein schöner Wald. Das ist wirklich schön. Da kannst du wirklich was draus machen. Aber nee. Also da fehlt mir die Zeit. Doch fehlt mir einfach die Zeit jetzt gerade. Ne? Nee, also es hat was tatsächlich, finde ich, hier, aber ach, durch hier diese Blöcke dann da schon, also das sieht schon, hier sieht halt einfach schon dann komisch aus, durch das komplette Konstrukt da, ach, das ist einfach, nee, da habe ich irgendwie, das ist mir alles zu nah beieinander. So, sage ich jetzt mal. Da fühle ich jetzt irgendwie gerade nicht so.